Moin, liebe Werder-Fans. Wir blicken jetzt natürlich alle gespannt auf den nächsten Sonntag. Es steht ein enorm wichtiges Spiel an für Werder beim 1. FC Köln. Da muss man nur auf die Tabelle gucken. Der Tabellenvorletzte ist zu Gast beim Tabellenletzten. Die Tabelle, die haben wir eben auch im Presseraum ständig gesehen auf einem Monitor. Sie war immer eingeblendet und damit wurde diese Bedeutung eigentlich auch nochmal unterstrichen. Zusätzlich hat Werder andere Maßnahmen ergriffen, will einen Tag früher nach Köln reisen, nämlich schon am Freitag. Und dabei geht es für Trainer Alexander Nuri vor allen Dingen darum, mit den Spielern ganz viel zu sprechen und sie nochmal einzustimmen auf das Spiel. Ja, was macht man so? Man beschäftigt sich miteinander. Die Spieler beschäftigen sich untereinander, miteinander, haben da auch nochmal Zeit, Themen zu reflektieren, zu besprechen, sich da auch nochmal gemeinsam einzuschwören. Man hat Zeit, noch gewisse Inhalte auch zu besprechen mit Spielern. Man ist fokussiert, außerhalb des normalen Alltags einfach total fokussiert auf das nächste Spiel. Und der eine oder andere hat ja auch kleine Kinder zu Hause, ne, wo man dann was auch Schlaf und dann auch Konzentration auf das Spiel betrifft, einfach dann den Fokus nochmal aufs Spiel lenkt. Verschiedene Ansätze und Möglichkeiten. Wir haben ein klares Ziel und das ist Sonntag das Spiel und darauf ausgerichtet machen wir nichts, was irgendwie nicht sinnvoll ist, sondern wir versuchen da, wie gesagt, gemeinsam vielleicht ein Essen zu machen oder gemeinsam dann auch Gespräche, eine gewisse Vorbereitung auf das Spiel, was inhaltlich auf das Spiel zielführend auf das Spiel wirkt und dafür nutzen wir die Zeit. Natürlich gab es auf der Pressekonferenz auch viele Fragen dazu, was denn nun anders werden muss bei Werder, wie es besser laufen soll gegen Köln als in den bisherigen Spielen. Dazu hat Alexander Nuri allerdings recht wenig gesagt. Er hat sich aber immerhin zu einem Versprechen hinreißen lassen und gesagt, wir wissen, dass das, dass wir liefern wollen und liefern müssen und liefern werden. Und deswegen ist jetzt einfach der Moment, dass wir das Spiel unbedingt auch gewinnen wollen und nicht nach hinten zu gucken, sondern jetzt die Kräfte zu bündeln und da am Sonntag unsere beste Version auf den Platz zu bringen. Und daran arbeiten wir. Eins ist klar, wenn man mit 8 Spielen ohne Sieg in die Bundesliga-Saison startet, dann wird natürlich über den Trainer diskutiert. Frank Baumann bleibt aber dabei, er vertraut Alexander Nuri voll und ganz. Ich habe das ja letzten Tage mehrmals geäußert, sowohl am Sonntag nach dem Spiel als auch am Dienstag in einer größeren Runde, gestern Abend auch nochmal. Und da hat sich natürlich nichts verändert. Unsere Situation ist natürlich nicht rosig, aber sie ist definitiv auch nicht aussichtslos. Und ich habe immer betont, dass wir den Weg weitergehen. Natürlich die Spiele sehr genau analysieren im Trainerteam, dass wir sehr, sehr hart arbeiten wollen und dass wir durch die Geschlossenheit, die wir im Innenverhältnis haben, aber auch nach außen dokumentieren, auch aus der Situation wieder herauskommen werden. Wie sieht es eigentlich in den Köpfen der Spieler aus, weil man jetzt so lange nicht gewonnen hat? Die Stimmung in der Mannschaft, klar, wir waren nach dem letzten Spiel, wo wir verloren haben, ein bisschen enttäuscht und so. Das ist ja völlig normal, aber die Stimmung war immer gut. Wir hatten in der Mannschaft immer, also zwischen allen Spielern hatten wir eine gute Beziehung und natürlich reden wir auch über vieles, das ist ja normal. Und bei uns ist das auch eine Stärke, unser Teamgeist. Wir sind uns bewusst, dass wir in so einer Situation jetzt stecken. Und wir werden da gemeinsam rauskommen. Das haben wir jetzt immer geschafft, schon seit Jahren. Und ich bin überzeugt, dass wir das auch dieses Mal schaffen werden. Abschließend muss ich sagen, die Pressekonferenz hat im Hinblick auf das Köln-Spiel wenig Erkenntnisse gebracht. Es gab wenig konkrete Antworten und wie Werder denn nun die Kehrtwende schaffen will am Sonntag, das ist weiterhin nicht klar und wir müssen uns überraschen lassen, ob es dann tatsächlich gelingt, am Sonntag den ersten Sieg einzufahren oder ob es so weitergeht wie bisher. Und wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden darüber, was bei Werder so passiert.